Fahrradfahren mit dem Hund. Ich war eben mit Kira unterwegs und es klappt eigentlich alles schon mittlerweile super. Habe auch so eine Vorrichtung fürs Fahrrad extra gekauft, damit sie da im Zweifelsfall nicht stranguliert wird oder wenn ich mal schnell oder langsamer fahre oder sie kurz schneller oder langsamer läuft, damit es da keinen Ärger gibt. Aber Autofahrer, die meinen, sie müssen unbedingt Tierfreund spielen, gefährden meinen Hund und das nervt mich. Deswegen heute ein kurzer Rant. Okay, jetzt aber mal von vorne. Also, ich weiß, die Kira ist noch nicht ein ganzes Jahr alt und nein, ich mache genau aus diesem Grund keine langen Fahrradtouren mit ihr. Das, was wir mit dem Fahrrad momentan machen, sind reine kleine Übungsfahrten und die sind nie länger als 15 Minuten. Wir machen Pausen dazwischen. Wir sorgen dafür, dass die meisten Strecken, die wir laufen, alles geht nicht, aber die meisten Stellen, die wir laufen, wo wir unterwegs sind, ist der Boden kein geteerter Boden, sondern ist Waldboden, damit es ein bisschen weicher ist. Und wir fahren nicht sonderlich schnell, sondern wir machen die meisten Passagen so, dass sie gemütlich ein bisschen ins Traben kommt. Lediglich ab und an auf der Geraden, wenn sie recht nach vorne zieht, sie also schneller möchte, fahren wir ein bisschen schneller. So. Nichtsdestotrotz hat die Kira Angst vor Autos. Das heißt, immer wenn viele Autos entgegenkommen, muss ich dafür sorgen, dass ich die Leine noch ein bisschen zusätzlich mit der Hand stütze, damit sie mir nicht irgendwie beim Ausweichen ins Fahrrad reincrasht. Das wollen wir nicht. Sie hatte schon mal eine Verletzung, dementsprechend bin ich auch vorsichtiger geworden, damit nicht nochmal eine Verletzung kommt, so wie damals, wo sie sich beim Laufen das Bein verletzt hat, das Knie. Alles in allem, also... Ja, ich weiß, ein Hund in dem Alter ist noch empfindlich und glaubt mir, ich nehme drauf Rücksicht. Nichtsdestotrotz soll sie nicht erst, wenn sie 1,5 Jahre alt ist, zum allerersten Mal am Fahrrad laufen, sondern sie soll eben jetzt bei Spaziergängen schon lernen, dass da Elemente mit dem Fahrrad dabei sind. Früh übt sich, wer später mal ein Meister werden will. Und damit sie am Halsband auch nicht irgendwie irgendwo so an der Leine so mitgeschleift wird oder ähnliches, habe ich eben extra diese kleine Vorrichtung gekauft, diesen Abstandhalter, der zum einen sowieso ein bisschen weiter nach außen liegt, damit sie nicht direkt neben dem Fahrrad läuft, sondern eben in einem kleinen Abstand. Und zusätzlich hat der einen Wackelarm, so einen gefederten, der dafür sorgt, dass immer, wenn die Leine auf Zug geht, dass der nachgibt. Und je stärker die Leine auf Zug gibt und je stärker dieser Arm ausschwenkt, desto größer wird der Widerstand. Das heißt, sie merkt beim Laufen, wenn sie Gas gibt und ich nicht, oder umgekehrt, sie versucht zu bremsen und ich nicht, wird nicht an der Leine gerissen, sie wird nicht stranguliert, sondern es wird einfach ein Zug, der immer stärker wird und der dafür sorgt, dass sie halt dann entweder wieder Gas gibt oder vom Gas ein bisschen runtergeht. Und es funktioniert auch wunderbar, aber Sinn und Zweck von diesem Teil ist ja eben, dass die Leine nicht irgendwo am Boden rumschleift und der Hund nicht ganz weiß, wo er hin soll, sondern dass die Leine immer so einigermaßen in der Luft hängt und manchmal auch so ein ganz klein bisschen gespannt ist. Wie gesagt, kein Zug drauf, aber die Leine ist einigermaßen straff. Ich meine, dafür kauft man sich so ein Zeug ja auch, damit das eben genau so ablaufen kann, wie es ablaufen soll. Ne? Wie gesagt, wenn Autos vorbeikommen, hat sie manchmal ein bisschen Angst und versucht dann hinter zu bleiben, hinter das Fahrrad zu kommen. Oder manchmal kommt sie mir auch gefährlich nahe, aber wir sind ja noch im Üben. Deswegen fahren wir auch da, wo Straßen sind, langsam. Aber nein, so ein Voll von Autofahrer sieht, dass ich einen Hund irgendwo mit so einer gelben Leine am Fahrrad angebracht habe, sieht, dass die Leine einigermaßen gesprengt ist. Und was macht er? Im Vorbeifahren, direkt neben mir, gibt er mir das Zeichen viel langsamer und haut mit der Hand Vollgas auf die Hupe, sodass die Kira natürlich einen Riesenschreck bekommt. Muss das sein? Grütze. Dann soll er halt seine Glotze aufmachen und sehen, dass alles in Ordnung ist. Oder er soll anhalten und sich vergewissern, ob es denn überhaupt... Nein, dieses Meckern und mich und den Hund, muss er im Verkehr, im vollen Verkehr da draußen anfangen, rumzuhupen und auf die Bremse zu drücken? Meine Güte, er macht das Ganze nur schlimmer. Ah, das hat mich furchtbar genervt. Furchtbar genervt. Hat der ein oder andere von euch vielleicht auch einen Hund, den er irgendwie mal mitnimmt zum Fahrradfahren? Würde mich interessieren, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und was ihr von diesen Vorrichtungen haltet. Also ich muss sagen, ihr macht Spaß. Es ist eine super Ergänzung zu den normalen Spaziergängen dazu. Es lastet sie auch super aus. Ein bisschen mehr Bewegung tut ihr, glaube ich, ganz gut. Und es ist ja nicht so, dass ich Till heiße und jeden Tag 10 Kilometer laufen kann. Bei mir sind die Spaziergänge halt eine halbe Stunde, aber nur bequemer Fußmarsch und kein Lauf. Und mit dem Fahrrad, glaube ich, kann ich ihr den Auslauf geben, zusätzlich, den sie einfach
zusätzlich mehr haben möchte. Ah, habe ich mich furchtbar geärgert. Also ihr merkt schon, heute etwas gereizt. Macht nichts, wollte trotzdem einen kleinen Vlog loswerden und werde heute auch noch einen zweiten Vlog aufnehmen, allerdings heute nicht mehr schneiden und veröffentlichen. Und zwar bin ich mit Michaela heute Abend auf einem Krimi-Dinner, was wohl irgendwie so ein Dinner ist, wo man teilnimmt, wo so ein Theaterstück um einen herum passiert, während man isst. Mehr weiß ich auch noch nicht. Bin schon ganz gespannt, ist in München, da fahren wir dann um 4 langsam raus. Da werde ich euch dann mitnehmen und morgen oder spätestens übermorgen gibt es dann die Ergebnisse hier im Kanal. Wenn man denn dort überhaupt filmen kann, ich weiß es ja nicht. Werden wir sehen. Okay, sorry, heute war es mal ein bisschen negativ, aber muss auch mal sein. Ich muss mir jetzt echt Luft machen. Das hat mich jetzt genervt. Ciao.